Moin, heute geht es bei mir wieder um Differentialgleichungen und zwar um homogene lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Ihr seht also die Fortsetzung des ersten Teils zur Differentialgleichung. Wieder mal basiert dieses Video auf dem Buch von Robin Santra, Einführung in die theoretische Physik, klassische Mechanik mit mathematischen Methoden. Ihr findet den Link unten und wir werden also mal wieder uns das Allgemeine arbeiten und dann an einem Beispiel üben. Diesmal werden wir bisschen anders vorgehen, und zwar faktorisieren wir erstmal die Differentialgleichung, die wir irgendwie in einer Form als quadratische Funktion auffassen können, indem wir also Nullstellen herausfinden, also faktorisieren, und werden dann sehen, dass wir zwei Differentialgleichungen erster Ordnung haben, die sogar separabel sind, die wir also schon lösen können und können damit dann zwei einzelne Lösungen der Differentialgleichung bekommen, zwei einzelne Bewegungsgleichungen sozusagen. Und die können wir dann zusammenfügen und haben dann unsere allgemeine Lösung. Und das Ganze werden wir dann natürlich auch üben. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. So, schauen wir uns erstmal die allgemeine Form der homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung an. Die sich nennt zum Beispiel a2 d² y durch dx² plus a1 dy durch dx plus a0 y ist gleich 0. Das können wir also angeben als die zweite Ableitung von y, ist einfach nur eine andere Schreibweise. Und hier ist auch einfach nur eine andere Schreibweise für die erste Ableitung. Die y durch die x, ja gut, man kann es vielleicht bei mir nicht so gut unterscheiden. Wenn ihr solch eine Form seht, erstmal ist allgemein gut. Müsst ihr aber in der Praxis das a2 hier wegbekommen. Wie macht ihr das? Ihr dividiert durch a2, habt dann hier a1 durch a2 und a0 durch a2. Soll es aber erstmal egal sein, denn der erste Schritt bei einer Gleichung, die ihr vorgegeben habt, ist immer faktorisieren. Das heißt, ihr habt eine Gleichung vorgegeben. Dieses dy durch dx, also dy durch dx, können wir auch schreiben als einfach nur ein Groß D, einfach nur Notation y. Das heißt, wir haben eine Differentialgleichung der Form d² plus pd plus q. Angewendet auf y ist gleich 0. Das ist das ganze y eben ausgeklammert. Gut, das sieht aus wie eine quadratische Gleichung. Und genauso können wir jetzt auch p und q bzw. die Nullstellen bestimmen. P und q können wir ablesen. Und genau das muss ich auch tun. Ich muss also faktorisieren. Das heißt, ich sage, ich nenne die Nullstellen Lambda plus und minus. Ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p Quadrat Viertel minus q. So, das ist meine tolle Notation, aber es ist also, genau das müsst ihr machen. Ihr müsst also faktorisieren, sodass ihr da stehen habt, d minus Lambda plus mal d minus Lambda minus, angewendet auf y, ist gleich 0. Ihr wisst, genauso könnt ihr Nullstellen aufschreiben, indem ihr sagt, zum Beispiel x minus, nur wenn die Nullstelle positiv ist, also in der Normalfall ist irgendwie x minus irgendetwas, dann ist es positiv. Wenn es negativ ist, ist es d plus irgendetwas oder x plus irgendetwas. Das ist also eine ganz normale, äquivalente Form von Nullstellen. Okay, jetzt haben wir aber d minus Lambda plus, angewendet auf y, ist ja auch 0. Und das andere ist ja auch 0. Völlig klar, ist ein Produkt. Das heißt, wir haben jetzt zwei einzeln separabel lösbare Differentialgleichungen. Und zwar haben wir dy minus Lambda plus y ist gleich 0. Ist also gleich, wir kehren die Differentialoperatoren wieder um. Dy durch dx ist gleich, ich schiebe jetzt schon das eine auf die andere Seite, Lambda plus angewendet auf y. Okay. Wir separieren jetzt, wie im ersten Video genannt, die Operatoren und sagen also 1 durch y mal dy ist gleich Lambda plus dx. Und Lambda plus dx können wir jetzt also genau sagen, ich rechne das jetzt nur noch mal ansatzweise kurz durch, wir haben also y ist gleich y1 ist gleich e hoch Lambda plus mal x mal c1, und c1 ist irgendeine Konstante, das ist jetzt in dem Fall nicht weiter relevant, ihr könnt das dann, solltet es dann irgendwie richtig notieren, es soll uns jetzt aber erstmal genügen. Und ihr habt hier aber auch noch den zweiten Teil, und zwar y2 ist gleich e hoch Lambda minus mal x.
mal C2. Okay, ihr habt jetzt also zwei einzelne Summen. Die könnt ihr zusammenfügen. Wie gesagt, ist gleich. Könnt ihr also sagen, e hoch Lambda plus mal x mal C1 plus e hoch Lambda minus mal x mal C2. Jetzt seid ihr fertig. So, das ist es also schon. Also wir faktorisieren, dann lösen wir beide einzelnen Gleichungen und sind durch. Und wir fangen also schon mal an, machen ein Beispiel. Ich habe hier eins rausgesucht. Und zwar nehmen wir das Beispiel y' plus y' minus 2y ist gleich 0. So, jetzt seht ihr, zweite Ableitung von y ist drin, erste Ableitung von y ist drin und y ist drin. Natürlich klare Struktur in der Differentialgleichung, wir brauchen jetzt auch nicht mehr lange schnacken. Wir können also p und q hieraus direkt ablesen. Und zwar ist unser klein p hieraus 1. Nicht vergessen, nicht verwechseln mit dem p und fp aus der inhomogenen Gleichung. Und auch nicht mit dem groß q, weil das war ja oft eine Funktion. Wir haben jetzt aber als q, haben wir hier minus 2. So, das heißt, wir faktorisieren. Lambda plus minus ist gleich minus 1/2, klar. Plus minus Wurzel aus 1 Quadrat ist 1, also 1 Viertel minus Q plus 2 ist also, 2 war ja gleich 8 Viertel, ist also minus 1/2 plus minus die Wurzel aus 9 Viertel. Und 9 Viertel, gut, ich mache es jetzt doch sehr gründlich, ist natürlich gleich 3 Halbe. Okay, das heißt, wir haben Lambda plus minus ist gleich 1/2 plus 3 Halbe ist gleich 1 und minus 3 haben wir, ist das korrekt? Ja, nee, minus 2. Minus 2, okay. Jetzt haben wir also das und können daraus quasi direkt, wir könnten jetzt theoretisch sagen, y1 ist gleich e hoch 1x, also x mal c1 plus y2 ist gleich e hoch minus 2x mal c2. Und jetzt sind wir schon durch. Jetzt können wir nämlich sagen, okay, y ist gleich e hoch x mal c1 plus e hoch minus 2x mal c2. Jetzt sind wir durch. Natürlich könnte man jetzt noch, ich weiß nicht, inwieweit das nötig ist, aber natürlich könnte man noch die einzelnen separablen Gleichungen aufschreiben, um gerade die Konstanten zu deutlich zu definieren. Das ist natürlich eigentlich formal richtiger. Ich habe es jetzt aber mal so gelassen. Also das ist es eigentlich schon. Und ihr müsst also wirklich nichts mehr machen als faktorisieren und dann bei der einzelnen separablen Gleichung lösen bzw. euch die Formel für die Separabilität merken. Okay, dann geht's zur Abmod. Zack! So, das war's auch schon wieder von meiner Seite hier in dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Tempo diesmal ein bisschen gedrosselt. Wenn das euch irgendwie geholfen hat, dann gebt mir gerne Feedback. Ich danke an der Stelle auch nochmal für das konstruktive und vor allen Dingen gute Feedback zum ersten Video. Das hat mich sehr motiviert und ich würde sagen, macht euch noch einen schönen Tag, rechnet noch ein Beispiel durch und danach lasst ihr es auch sein. Haut rein, ciao!